Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, hallo. Im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung begrüße ich Sie ganz herzlich zur dritten Ausgabe unserer Reihe »Was du nicht siehst, konkrete Utopien«. Heute reden wir über die analoge Revolution. Mein Name ist Stefan Depping, ich arbeite für die Grüne Akademie der Heinrich-Böll-Stiftung und habe zusammen mit Michael Knoll, Almut Wegenast und Ann-Kathrin Schubert von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, unserem wunderbaren Kooperationspartner, diese Veranstaltung organisiert. Ich will, bevor ich an Michael Knoll übergebe, der die Veranstaltung moderieren wird, zwei Sätze für diejenigen sagen, die die Reihe noch nicht kennen. Das Ganze entstand nämlich aus der Idee heraus, den ein bisschen aus der Mode gekommenen Begriff der Utopie wieder zu beleben und mit neuem Leben zu füllen. Und uns ging es dabei um einen Brückenschlag zwischen Natur- und Gesellschaftswissenschaften. Wir wollten uns neue Techniken anschauen, deren Schatten eigentlich gerade erst am Horizont aufscheint, die aber das Gesicht der Welt irgendwann mal radikal verändern könnten. Und dabei interessierte uns nicht allein die Frage der technischen Machbarkeit, sondern wir haben uns auch gefragt, was heißt das für die Gesellschaft, was heißt das für Politik, was heißt das, was für ethische Fragen schließen sich an diese möglicherweise neuen Erfindungen und Technologien an. Und wir haben gestartet im vergangenen Dezember mit einem Vortrag von Hendrik Sendt, der uns etwas erzählt hat über 3D-Drucker unter dem tollen Titel »Fabriken für alle revolutionieren 3D-Drucker und Open-Source-Produktion unser Leben«. Im April diesen Jahres ging es dann weiter mit der Frage gegen den Tod, Traum oder Albtraum eines verlängerten Lebens. Da haben wir mit einem Neurowissenschaftler und einem Philosophen darüber gesprochen, was für Möglichkeiten sich welche Möglichkeiten und Grenzen sich aus der radikalen Lebensverlängerung durch neue Medizintechnologien ergeben. Und jetzt konnten wir für den heutigen Abend den Biologen, Journalisten und Buchautoren Christian Schwägerl gewinnen, der vor wenigen Wochen erst sein Buch im Riemann Verlag veröffentlicht hat. Das heißt, die analoge Revolution, wenn Technik lebendig wird und Natur mit dem Internet verschmilzt. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Genau. Und ich kann natürlich nicht von diesem Podium runtergehen, bevor ich mich bei Ann-Kathrin Schubert, Almut Wegenast und Michael Knoll von der Hertie-Stiftung nochmal herzlich für die tolle Zusammenarbeit und Planung und Organisation dieser Veranstaltung bedankt habe. Es ist toll, mit euch zusammenzuarbeiten, und jetzt übergebe ich auch an Michael, der moderieren wird. Erstmal ein herzliches Dankeschön zurück. Auch uns macht es total viel Spaß, mit der Grünen Akademie von der Heinrich-Böll-Stiftung zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns jetzt auch auf die dritte Ausgabe dieses Salons, konkrete Utopien. Stefan hat bereits angedeutet, das fügt sich auf einmal wie vor einem Jahr geplant, dass die Themen, die wir bereits besprochen haben, eigentlich jetzt auch Ausdruck finden in Ihrem Buch. Herr Schwägerl, ich stelle Sie noch mal ganz, ganz kurz vor. Macht dann eine Überleitung und dann hören wir einen kleinen Vortrag, eine Präsentation von Ihnen. Dann gehen wir hier nochmal in eine Diskussion zu zweit und öffnen das dann noch am Schluss für Fragen aus dem Publikum. Ganz kurz ein paar biografische Daten zu Ihnen. Jahrgang 1968, in der Oberpfalz geboren, in Weiden, ganz genau. Journalist, haben Sie als Journalist begonnen bei Der Tag, der Tageszeitung aus Weiden. Ansonsten bei fast allen wichtigen Tageszeitungen, Wochenzeitungen der Bundesrepublik dabei gewesen. Süddeutsche Zeitung, Der Spiegel, FAZ, Geo, was habe ich vergessen, Berliner Zeitung. Sie sind auch aktiv gewesen, jetzt beginnt wieder die alte Suche nach den Materialien, die ich dabei habe. Auch beim HKW, das Anthropozän-Projekt, das Sie jetzt gerade auch nochmal neu sehen. Am 16.10. geht es da auch nochmal neu los. Oder weiter los mit diesem Projekt, also auch zur Fortsetzung unseres Abends, gehen Sie dort auch noch bitte hin. Sie sind ausgezeichnet worden für Ihre Arbeit, nur zwei Preise möchte ich erwähnen, 2007 Georg von Holzbring-Preis für Wissenschaftsjournalismus, 2009 Ecosens-Journalistenpreis für Nachhaltigkeit, und das prädestiniert Sie auch, vor so einem Publikum, vom grünen Publikum auch zu reden. Drei Bücher. Und ich habe sie alle drei gelesen. Wow.
gibt es jetzt aus Ihrer Feder, ja, wow, Menschenzeit, auch ein Hausaufgabenheft für die Grüne Partei, sich auch nochmal grüner und ökologischer Themen zu widmen. Ganz, ganz famos. 11 drohende Kriege. Ich erwähne das auch, weil Sie da auch einen Stil entwickelt haben, den ich ganz reizvoll finde. Sie schildern Szenarien. Ja? Sie berichten über drohende oder sich abzeichnende Konflikte. Und das ist eben anders als generelle außenpolitische, sicherheitspolitische Fragestellungen, wo man so klassisch von geostrategischen Überlegungen ausgeht, eigentlich von Themen her. Sie beschäftigen sich mit Themen wie Weltraum, Ernährung, Informationstechnologie, Gehirnforschung, Demografie und überlegen anhand dieser Themen, wie es weltpolitische Konstellationen geben könnte, die dann zu einer konfliktreichen und krisenhaften Zuspitzung kommt. Das alles führt jetzt zum dritten Buch, Die analoge Revolution, wo Sie das, was Sie bisher erarbeitet haben, nochmal genauer ausführen, nochmal reduzieren oder konzentrieren auf das, was wir digitale Revolution nennen und was Sie dann eigentlich schon einen Schritt weiter übersetzen in analoge Revolution. Auch dann heißt der Untertitel, wenn das Internet zum Leben erwacht und Natur aus dem Drucker kommt, also wo die beiden Begriffe schon miteinander verbunden sind. Technatur ist eines dieser Begriffe, den Sie erwähnen. Um ehrlich zu sein, ganz kapiert habe ich es nicht. Deshalb freue ich mich auch auf heute Abend, wie Sie das genau meinen. Denn ich bin natürlich dann einfacher gestrickt als Sie und habe mich natürlich an eher so eine klassische Definition gehalten, die Sie noch in Menschenzeit erwähnt haben. Da schreiben Sie nämlich, was verstehen Sie unter analoger Revolution? Nämlich von einer analogen Revolution ist bald die Rede, da die Menschen zusätzlich zu ihrer elektronischen Identität wieder stärker Wert auf physische Präsenz legen und Praktiken der Mitbestimmung vom Internet auf Stadträte und andere Institutionen übertragen werden. Also den Schritt über das Internet zurück zum realen Leben, den haben Sie vor, den werden Sie hier auch nochmal ausführen, vielleicht auch so, dass ich es dann auch in Tiefe verstehe. Genau, eins ist noch für diejenigen, die schon zum dritten Mal bei uns da sind. Sie werden eine Person vermissen, Peter Siller. Peter ist Vater geworden und da gibt es wichtigere Dinge zu tun, als heute den Abend hier in der Böll-Stiftung zu verbringen. Und eigentlich ist auch das Spannende, weil Sie jetzt uns schildern werden, in welcher Welt auch Peters Sohn aufwachsen wird, welche Szenarien möglich sind, welche dunklen, düsteren, aber vielleicht auch eine ganz utopische, positive Blick auf die Welt, wie wir dann Peters Sohn mit auf den Weg geben können. Vielen Dank, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf Sie. Ja, vielen Dank, Herr Knoll, für die sehr nette Einführung und freut mich, hier zu sein. Ist heute für mich Premiere, das erste Mal, dass ich in der Öffentlichkeit über das Buch spreche. Für einen Autor ist das schon ein besonderes Erlebnis. Ich denke auch für die Routiniers, wenn man so lange ja doch hauptsächlich am Schreibtisch verbracht hat, sich Dinge ausgedacht hat und dann ins Gespräch kommt. Darauf freue ich mich sehr. Zwei methodische Sachen vorweg. Das eine ist, was Sie angesprochen haben, das Stichwort Szenario. Können Sie mich alle gut hören eigentlich so mit dem Mikrofon? Auch hinten? So, ist okay? Super. Szenario ist nicht Prognose. Das ist ganz wichtig. Auch für das Buch, das ich mit Andreas Rinke über künftige Konflikte gemacht habe. Wenn wir von Szenarien sprechen, heißt es nicht, dass wir behaupten, es gibt ja so Prognoseinstitute, die dann sagen, so wird's kommen. Das ist beim Szenario nicht der Fall. Ein Szenario soll quasi, auch wenn es um harte Themen geht, so eine Art Öffnungsübung sein, dass man ein bisschen über den Rand des Faktischen hinausguckt und versucht auszumalen, was möglich ist. Im Idealfall, das hatten wir bei den 11 Kriegen nicht gemacht, gibt es immer bei Szenarien Alternativen. Und das habe ich jetzt in diesem Buch doch versucht. Das führt mich direkt ins Buch. Und die analoge Revolution ist schon quasi am Ende von Menschenzeit angedeutet. Bei mir war eigentlich das Bedürfnis nach diesen zwei eher harten Stoffen, Anthropozän, also wie wir Menschen uns in die geologische Geschichte der Erde einschreiben, wie gut oder schlecht wir das machen, mit einer sehr globalen Blickweise und den drohenden Kriegen, war eher mein Bedürfnis, über das zu schreiben, was mich seit meiner Kindheit fasziniert beschäftigt, nämlich die Natur
Und ich wollte ein Buch schreiben über unser Verhältnis, das moderne Verhältnis zur Natur. Und daraus hat sich dann aber dieses Projekt entwickelt, und zwar aus einer knallharten Erfahrung, die wir alle gemeinsam gemacht haben, die Snowden-Veröffentlichungen im letzten Jahr. Die haben mich doch nochmal sehr stark zum Nachdenken gebracht, was Natur heute eigentlich ist. Und ich habe im Anthropozän-Buch schon versucht, über heutige Denkgrenzen hinweg zu kommen, zum Beispiel die Grenze, die wir ziehen zwischen Kultur und Natur. Und als jetzt hier so ganz großformatig und ja mit einer unglaublichen Nachrichtenwucht auch darüber gesprochen wurde, wie die digitale Revolution jetzt unser Leben verändert, bin ich ins Nachdenken gekommen, was ist eigentlich heute noch das Gegenteil von digital, wenn Digitaltechniken so tief in unser Leben vordringen, eindringen und dann auch anfangen, unser Leben neu zu strukturieren, wie wir das mit den Snowden-Veröffentlichungen erlebt haben. Und analog, um das vorweg zu schicken, ist für mich ein sehr offener Begriff. Ein Informatiker hätte da eine ganz klare Definition von. Analog ist für mich das, was stufenlos verbunden ist, was also nicht in der digitalen Sprache noch ausdrückbar ist. Und deswegen ist für mich die Welt des Lebens, des Sinnlichen, die wir erfahren, erstmal das, wofür das Wort analog steht. Ich bin bei der Lektüre von dem Buch des Google, ich glaube, er heißt auf Deutsch Verwaltungsratschefs, Eric Schmidt, nämlich seine Zukunftsvision, wo er dann doch sehr prognostisch wird, auf einen Begriff gestoßen, der mich irritiert hat. Dieser Begriff hieß die analoge Lücke. Und ich habe versucht zu verstehen, was das wohl sein könnte, eine analoge Lücke, bis ich drauf gekommen bin, dass der Mann die Welt so sieht, dass quasi Google alles digitalisieren will. Google will alles in seine Sprache übersetzen. Und wir, die wir noch nicht durchdigitalisiert sind, sind aus seiner Sicht die analoge Lücke. Also alles, was er mit der Methodik, mit dem Sensorium von Google nicht erfassen kann, ist für ihn eine Lücke. Und diese Lücke wird quasi sukzessive gefüllt. Wir erleben heute Digitaltechniken als Bildschirmphänomen, als etwas, was auf Handys stattfindet. Aber allein wenn Sie in diesem Raum hier sichtbar machen könnten, was an elektromagnetischen Signalen herumschwirrt, und in einem der Szenarien gibt es eine Brille, mit der man das machen kann, würden Sie sehen, dass die digitale Welt auch gleichzeitig eine physikalische, eine biophysische, geophysische Realität ist. Und das hat keiner schöner zum Ausdruck gebracht als Trevor Paglen, einer der Mitenthüller. What if I buy a telescope that's designed to take a picture of the planet Jupiter and try to take a picture of a military base, 40 miles away or so, what happens? It'd be like if in a traditional landscape photograph like an Ansel Adams is probably using something like a 50 millimeter lens. What happens if you use a 5,000 millimeter lens instead? Well, you start to see a little bit different, a little bit of a different landscape. Also, wir fangen hier mit einem Naturbild an und sehen eingebettet in diese Natur des amerikanischen Westens Überwachungsinfrastruktur. Auch hier sieht diese Überwachungsinfrastruktur schon fast natürlich aus. Es gibt eine analoge Revolution, die kommt gerade über uns. Die ist eine aus unserer Sicht eher passive analoge Revolution, nämlich dieser Griff von IT-Unternehmen nach dem echten Leben, rauszuspringen aus den Bildschirmen und rein ins dreidimensionale Leben, ins echte Leben, uns zu erfassen, zu vermessen. Und diese analoge Revolution ist in vielfältiger Form am Laufen. Und
wo sie am sichtbarsten wird. Das ist aber fast schon, ich würde es fast schon wieder nostalgisch nennen, wenn diese neue Form von Natur, die elektromagnetische Natur, die uns umgibt, dann die Form von alter Natur annimmt, wie in diesem Beispiel, das Sie vielleicht kennen. Wenn eine robotische Kuh durch den Wald läuft, entwickelt wiederum toller Technologietreiber das amerikanische Militär, muss man ja völlig neidlos sagen. Sieht noch ein bisschen unbeholfen aus, aber wenn Sie die Cheetahs und andere Tiere sehen, die als Roboter in der Mache sind, dann sind die schon ein bisschen weiter. Die Firma Boston Dynamics, um die es hier geht, wurde Ende vergangenen Jahres von Google aufgekauft mit dem Interesse, eben unseren Planeten mit Robotern zu bevölkern. Also wenn Sie das nächste Mal in den Wald gehen und so einer Robokuh begegnen, wundern Sie sich nicht. Ein Lebewesen, das nahtlos mit dem Internet kommuniziert. Bisherige Roboter waren limitiert dadurch, was in ihren Köpfen steckte. Heute kann man solche Tiere mit dem Internet verbinden, mit Superrechnern verbinden und quasi die gesamte Rechenkraft von was auch immer man will, ihnen zur Verfügung stellen. Ein weiteres Beispiel dafür, wie digitale Revolution in die 3D-Welt ausgreift, in die analoge Welt ausgreift, die natürliche Welt ausgreift, ist das, was Sie hier im Zentrum dieses schönen Kunstwerks eines naturhistorischen Museums sehen. Ein zukünftiges naturhistorisches Museum, das in der zweiten Reihe in der Mitte eine robotische Biene hat, die ja auch unser Plakat ziert. Und diese robotische Biene gibt es schon. Mit an der Harvard-Universität entwickelt und die sehen Sie ja auch auf dem Cover meines Buchs. This is a robo-bee. These miniature robots are inspired by the biology of bees and hive behavior. New materials, compact high-energy power sources and new control systems. And a new method of self-assembly and pop-up manufacturing. I'm Elizabeth Farrell, a PhD student at CSIS. I am energized by the potential of an autonomous device that thinks on its own. It could impact everything from crop pollination to search and rescue. And that's science, not fiction. Und ich glaube, der letzte Satz ist sehr wichtig, science, not fiction, weil für lange Zeit waren solche Technologien wirklich Fiction. Aber wir erleben gerade nach einer Phase von Enttäuschungen über zum Beispiel künstliche Intelligenz einen Frühling, nach einem Winter der künstlichen Intelligenz, einen Frühling der künstlichen Intelligenz und auch der Robotik. Drückt sich dann aus in dem, was Sie alle kennen, solchen Drohnenplänen, die ein Ziel haben, Produkte an den Mann zu bringen. Und die große Frage, ich bin erstmal total fasziniert als Technikjournalist von dieser Technikentwicklung und von dem, was in den Labs in hauptsächlicher USA entsteht. Aber die Frage ist für mich, wem dient diese analoge Revolution, wenn sie denn dann wirklich so ausgreift? Und um das zu befragen, hinterfragen, habe ich im ersten Szenario meines Buchs durchgespielt, wie es werden könnte, wenn die Datenmacht der Konzerne sich mit der politischen Macht der NSA verbindet. Und in dem Szenario geht es darum, dass die NSA und Google, Facebook, Amazon von der amerikanischen Regierung quasi zwangsfusioniert werden nach schlimmen Terroranschlägen und dann zugreifen können auf das, was sich über Jahre, Jahrzehnte an Daten angesammelt hat über uns und vor allen Dingen zugreifen können auf unser echtes Leben, weil es in dieser Welt, die ich ausmale, zur Pflicht geworden ist, bestimmte Gadgets zu tragen, wie die Google-Brille oder Sie können sich das mit Uhren vorstellen, die den Herzschlag messen. Ich habe es in dem Fall mit den Brillen durchgespielt, die man 24/7 tragen muss. Das ist eine dystopische Version, keine utopische Version, die ich hier durchspiele. Dass in einem Szenario eine Krähe auftaucht, die sich als Roboter herausstellt, erstmal komisch anmutet, lässt sich dadurch entkräften, dass auch solche
Maschinen schon in Entwicklung sind. Ich möchte Ihnen auch noch mal eins vorspielen. Erschrecken Sie nicht, es kommt gleich Hard-Rock-Musik. Das ist Science und nicht Fiction, und in dem Fall ist der Auftraggeber wiederum das amerikanische Militär. Die Tiere werden zu Überwachungszwecken eingesetzt, um hinter den Frontlinien Daten zu sammeln. Das nenne ich eine direkte analoge Revolution, wenn das, was wir als digitale Revolution kennen, eben rausspringt aus den Bildschirmen und solche Gestalt annimmt. Wozu führt das? Aus meiner Sicht zu einer zweiten, eigentlich hätte das Buch Die analogen Revolutionen heißen müssen, aber das war mir dann ein bisschen zu komplex. Es führt aus meiner Sicht zu einer zweiten Form von analogen Revolutionen, weil wenn wir sehen, was sind Ziele, die diese Unternehmen völlig legitim, ich möchte da gar nicht das Geschäftsmodell an sich hinterfragen, aber eben mit der Macht, die sie auf sich vereint haben, verfolgen, dann geht es im Endeffekt darum, das gesamte Leben zu einer Begleiterscheinung von Werbung zu machen, mit dem Ziel, den Konsum zu maximieren. Davon leben diese Konzerne. Und das heißt, wir stehen vor einer Entwicklung, die Konsum maximieren soll, die dazu führt, dass das vielleicht, was wir heute an Fehlentwicklungen von modernem Konsum erleben, der Überverbrauch von Ressourcen sich noch vervielfachen könnte. Und das wäre sicher im Dienst dessen oder im Sinn dessen der Erfinder, die quasi einen jetzt schon Club der Ultrareichen, nicht umsonst werden sie jetzt in den USA schon der IT-Oligarchen bilden. Und in meinem zweiten Szenario geht es um einen solchen Club der Ultrareichen, die dann in einer Welt, die vom westlichen Megakonsum ziemlich getrasht worden ist, sich retten, indem sie in einem Powerdome leben und sich vom Rest der Welt abschirmen, die Reste des heutigen Internets nutzend. Aber jetzt genug der Dystopien. Wir sind unter dem Stichwort der Utopie. Und ich habe in den beiden Vorgängerbüchern auch schon versucht, beim Anthropozän ging es gerade darum, die ökologische Dystopie, den Glauben an die Angst vor der Apokalypse eigentlich zu entkräften. Bei den 11 Kriegen ging es eigentlich auch darum zu sagen, diese Konflikte drohen, aber sie sind vermeidbar. Und insofern suche ich auch in diesem Buch in weiten Teilen einen positiven Ansatz. Und ich möchte Ihnen ganz kurz ein Szenario vorlesen, aus einem Szenario vorlesen, das davon spielt, dass eben eine wirkliche analoge Revolution stattfindet, nämlich Menschen sich besinnen darauf, was uns wirklich verbindet, besinnen darauf, welche Wahrnehmung der Welt nötig ist, um heute die ökologische Krise zu lösen und mit welcher Form von Technikentwicklung wir den Planeten reicher statt ärmer machen können. Und in diesem Szenario entwickelt sich die Firma Google zu etwas, was ich Zugel nenne, also Zoo für Leben, Google, Zugel. Und es wird von einem Mann angeführt, diese analoge, wirkliche aktive analoge Revolution, der Paul heißt. Er war der Älteste im Team und er war auf dem ungewöhnlichsten Weg zu Zugel gekommen. Früher hatte er als Wall Street Banker gearbeitet, bis ihn der allgegenwärtige Mix aus Geldsucht, Kokain und Sexclubs so angewidert hatte, dass er hinschmiss. Er reiste ein paar Monate nach Indien und kam verwandelt zurück. Von da an zog er mit kleinem Gepäck durch Metropolen in der ganzen Welt, wo er sich auf den großen Plätzen zum Meditieren hinsetzte. So saß er da mit überschlagenen Beinen, seine Hände ruhten auf den Knien und seine Augen waren entweder geschlossen oder schauten durch alles hindurch, was vor ihm geschah. Er blieb für Tage, manchmal für Wochen an einem Platz. Dabei lag nur ein kleines Schild vor ihm, worauf stand: Deine Aufmerksamkeit ist dein größter Schatz. Und an diesem Paul geht ein Hollywood-Star vorbei während der Berlinale.
und schafft es dann mit einem Foto, das er seinen Followern schickt, alle Zensurmechanismen, die für solche Unruhestifter schon eigentlich in die Algorithmen eingebaut sind, zu umgehen. Und er löst damit so eine Art Massenbewegung aus, die in einer Bewegung mündet, die sich in Anlehnung an Greenpeace Mindpeace nennt. Und es gibt dann eine quasi globale Bewegung von Menschen, die eben sich zu Mindpeace bekennen, die sagen, dass es gegen den militärisch-informationellen Komplex letztlich nur eine Waffe gebe, offline zu gehen und mindestens so lange analog zu leben, bis die Grundstrukturen des Systems verändert sind. Und das wird zum Ausgangspunkt einer Art Reform der heutigen IT-Strukturen, einer Reform auch der Geheimdienststrukturen. Und der Paul, um den es hier geht, wird dann zum Leiter eines Technikprojekts, bei dem eine andere Form von Datenbrille entwickelt wird, die nämlich die Welt nicht zu einer Begleiterscheinung von Werbung macht, wie das mit Google Glass verfolgt wird, sondern den Blick für die natürliche Welt auf eine ganz tolle neue technische Weise öffnet. Und das führt dann auch zur vierten analogen Revolution, von der ich sprechen möchte, die in meinem Buch dargestellt wird, dass nämlich unser Internet von heute sich entwickelt zu einem Lebensnetz, das zum Internet der Dinge, von dem heute gesprochen wird, nicht nur die Kühlschränke gehören, nicht nur die Autos gehören, nicht nur die verkaufbaren Produkte gehören, um die es heute geht, sondern dass dieses Internet der Dinge alles umfasst, mit was wir unseren Planeten teilen. Nicht in der Art von hier, wenn Sie nach links oben gucken, wenn man bei Google Earth Vesuv eingibt, dann kommt als erstes die Pizzeria, die nächstgelegene Pizzeria und nicht der Vulkan. Ja, für mich ein gutes Beispiel dafür, was für eine falsche Logik hinter dieser Art von planetarer Kuratierung steckt. Wenn wir uns vorstellen, wie quasi die Hippie-Bewegung der NASA dieses Bild der Erde von außen entrissen hat und wie wir es heute begleitet vom Ristorante Vesuv präsentiert bekommen, steckt für mich da doch eine sehr problematische Entwicklung drin. Und ich glaube, dass vielleicht das, was an vernetztem Denken in der Hippie-Bewegung vorhanden war, sich hier niederschlagen sollte in einer anderen Kuratierung dieses digitalen Abbilds unseres Planeten. Bin gleich fertig. Das Lebensnetz, von dem ich in einem letzten Szenario spreche, umfasst eben Tiere, Pflanzen, Gesteine, das Klimasystem. Und es führt dazu, dass Entscheidungsprozesse, demokratische Entscheidungsprozesse auf der Erde möglich werden, wie sie heute noch nicht möglich sind, dass gesellschaftliche Beteiligung in einem Ausmaß möglich wird, wie es heute noch nicht passiert. Und es geht darum, wie wir mit digitalen, analogen Technologien eben unsere Erde nicht nur schützen können, wie das so im Nachhaltigkeitsgedanken angelegt ist, sondern bereichern können, wie wir quasi unsere Fußabdrücke schöner machen können. Hier ist noch ein Beispiel zu sehen von einer sehr netten Veränderung, die wir quasi nebenher und unabsichtlich verursacht haben. Das ist ein Küstenabschnitt in Kalifornien, ganz in der Nähe vom Silicon Valley quasi, wo man Altglas abgelagert hat, das sich so über die Jahre abgeschliffen, abgerundet hat und jetzt Glass Beach bildet. Hier hätten Sie, Herr Knoll, ein Beispiel für Technatur, also ein technisches Produkt, das sich zum natürlichen Phänomen verwandelt. Aber das ist ganz unabsichtlich passiert. Nebenher, niemand, der dieses Altglas da abgelagert hat, hat geplant, so eine schöne Küste hier, so einen schönen Küstenabschnitt draus zu machen. Worum es mir jetzt geht, ist, dass wir eintreten in eben anthropozäne Gestaltungsprozesse. Sie sehen hier das eine Darstellung dieses Internets der Dinge schon von Umweltsensoren, die es heute schon gibt. Im Buch male ich das eben aus, dass dieses Netz eigentlich alle Bereiche durchdringt. Sie sehen hier links oben quasi Umweltmessstationen weltweit. Dann sehen Sie auch, dass die Meere da noch gar nicht erfasst sind. Rechts Umweltmessstationen von Berlin und unten, das ist jetzt ungefähr unser Zielgebiet, wo wir sind. Also hier in der Nähe wird irgendwo die Atmosphäre gemessen. Das Szenario geht darüber dann noch weit hinaus.
Man kann sich auf Facebook mit Waldrappen befreunden, darüber hat Alexander Pschira ein sehr schönes Buch gerade geschrieben. Man kann in Kunstprojekten mit Fischen SMS-Kontakt treten, wie in New York. Oder man kann auch zusehen, wie das Militär eine neue Rolle annimmt und in Neuseeland zwischen Inseln die seltenen Tierarten hin und her bringt, sodass sie sich möglichst gut vermehren können. Das ist jetzt nur mal so eine kleine Referenz zu dem, was wir heute an militärischen Aktionen erleben. Vielleicht sieht das Militär der Zukunft ja doch eher so aus. Und ich möchte schließen mit einem kurzen Einstieg aus meinem letzten Szenario, weil es hier so schön in der Nähe spielt, mit der Überschrift Tag Omega. Und es geht um die beiden indischen Wissenschaftler, die dieses Lebensnetz entwickeln. Die Sonne stand tief über dem Berliner Zentrum und ließ die Sumpfzypressen am Ufer der Spree leuchten, als stünden sie in Flammen. Gautam und Priyansi liebten es, auf dem Weg nach Hause diesen Weg zu nehmen. Sie hatten es sich zur Routine gemacht, jeden Abend die Buchten abzulaufen, die sich entlang des Flusses aneinander reihten. Die Menschen hier waren so herrlich ausgelassen und glücklich, dass sie das für ein paar Minuten von ihrer Arbeit ablenkte. Alle hier kannten die beiden Zugeldirektoren, lächelten und nickten ihnen zu. Gautam konnte bei den Spaziergängen tun, was ihn am meisten entspannte, Vögel beobachten. Als sie an der Friedrichstraße zur S-Bahn-Brücke kamen, flatterte ein Schwarm Uferschwalben um sie herum. Zwei Eisvögel schossen knapp über das Wasser. Priyansis Partner folgte mit glänzenden Augen dem Flug der zwei kristallblauen Pfeile. Für einen Moment war er wie entrückt, als er um sich das pulsierende Zwitschern der Schwalben hörte. Der Anblick war so schön, dass auch sein persönlicher Assistent innehielt. Die Rabendrohne, die ihn immer begleitete und oft auf seinen Schultern saß, war hinauf zum Brückengeländer geflogen, von wo sie die Szenerie überblickte und beglückte Töne von sich gab. Die beiden streiften ihre Kleidung ab und sprangen ins Wasser. Als Priyansi ihre Augen öffnete, mit der Brille, sah sie Fische vorbeiziehen. Das System zeigte ihr Plötzen, elegante Wesen mit roten Augen, einen Hecht, der sich in einem Büschel Pflanzen versteckte. Priyansi bewunderte das Magnetfeld der Erde, das wegen eines Sonnensturms ungewöhnlich vibrierte. Seine schwingenden Bögen bildeten herrlich bunte Muster. Kraniche, die in den Kohlendioxidspeichern rund um die Stadt brüteten, kreisten am Himmel. Ihre Zeit in Berlin neigte sich dem Ende zu. In einem Monat stieg in Delhi die große Party, auf die sie mit ihrem Team 7 Jahre hingearbeitet hatten. Die Entstehung des Lebensnetzes. Aber bei dieser Zusammenführung des Internets der Tiere und Pflanzen mit dem Internet der Menschen gibt es unerwartete Probleme. Wie sich das Ganze dann auflöst, verrate ich Ihnen jetzt natürlich nicht. Dankeschön. So, erstmal herzlichen Dank, Herr Schwegel, für Ihre Präsentation, Ihre Einführung. Ihre Erläuterung auch zu Ihrem Buch. Nochmal als Tipp, es lohnt sich wirklich zu lesen und ich hoffe, dass wir Ihnen jetzt auch nochmal Appetit und Lust machen, dieses Buch auch wirklich ja, zu lesen. Punkt. Wenn man 1, 2, 3 Schritte zurückgeht und wir gehen jetzt einfach nochmal auch ein paar Aspekte auch dieser Szenarien durch, die Sie erläutert haben. Wenn man dann trotzdem nochmal 2, 3 Schritte zurückgeht, ist, glaube ich, so Anfang 2000, 2001 zum ersten Mal die Euphorie rund um das Internet geplatzt. Ja, als zum ersten Mal dann doch auffällig wurde, dass man nicht anstrengungsfrei und mit einer kleinen Idee durch das Internet wahnsinnig reich werden kann. Manche haben es geschafft, viele daran nicht. Und dieses Platzen dieser Internetbubble war so das erste Anzeichen, ob es so leicht, wie wir uns das vorgestellt haben und so tropisch, wie wir uns das vorgestellt haben, funktioniert es nicht. Und die ökonomischen Zwänge und Mechanismen sind dann doch beständiger, als dass man es mit dem Internet aushebeln kann. Wenn ich das jetzt so verfolge in den letzten Wochen, Monaten und so durch den Büchermarkt auch mich geschaut habe, finde ich, ist zum zweiten Mal so eine Blase geplatzt. Ja? Nämlich die Hoffnung, die ganz viele Leute in das Internet gesteckt hatten, nämlich einen Freiraum zu schaffen für mehr politische Partizipation, für mehr politische Teilhabe, eine Umgestaltung von politischen Verhältnissen, dass auch diese Euphorie und diese Vorstellung, diese Hoffnung geplatzt ist. Ja?
Wir haben jetzt gestern die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an Sharon Lanier mitbekommen. Und es ist auffällig, dass Sharon Lanier beginnt seine Rede, ich zitiere: "Gerne würde ich hier eine Rede halten, die zum großen Teil positiv und inspirierend ist, aber als Realist bin ich gezwungen, manchmal etwas dunkler zu werden." Ja, also aus Sharon Lanier, der von sich selber behauptet, wie stark er das Internet mit beeinflusst hätte und der in diesen Strukturen arbeitet, stellt sich die Frage, und die stellt das auch ganz konkret in diesem Text: Gibt es derzeit mehr digitales Licht oder mehr Dunkelheit? Auf den ersten Blick würde ich so sagen, mehr Dunkelheit. Sie? Nee, ich glaube, das Erschrecken natürlich verständlicherweise hat uns alle erfasst, richtig groß, dass man gemerkt hat, das, was wir als offenes System, als dezentrales System, System des freien Austauschs erlebt haben, hat in Wahrheit eine andere Natur. Klammer auf, man hat ja immer das amerikanische Militär dafür gelobt, dass es zu den Mitbegründern durch das DARPA-Net und andere Forschungsprojekte schon seit den 60er Jahren, dass es das uns geschenkt hat quasi. Die Realisierung, die jetzt stattfindet, war ja eher, dass es eigentlich möglicherweise ein militärisches Projekt in dem Sinn geblieben ist, dass es quasi nie richtig zum zivilen Projekt geworden ist. Vielleicht liegt dem einfach erstmal eine kollektive Täuschung zugrunde, dass man auch nicht genau genug hinschauen wollte. Und wenn Sharon Lanier das formuliert, dass im Moment es mehr Schatten gibt, dann muss man das wahrscheinlich auch ausdifferenzieren nach Weltregionen. In Indien werden teilweise Feste gefeiert, wenn das Internet kommt, weil man sich dann zum Beispiel Anschluss an Marktentwicklung für das Gemüse, das man verkaufen will, erhofft und andere Dinge. Das kann schon für konkrete Menschen noch genau die befreiende Wirkung haben, die es haben soll. Nur jetzt makroskopisch betrachtet würde ich auch Sharon Lanier zustimmen, weil die Frage nach der Natur des Netzes auf eine ganz brutale Art offen ist. Und auch nach einer zukünftigen Entwicklung, weil die Ruhe, mit der die Öffentlichkeit das alles entgegengenommen hat, aufgenommen hat, das Ausbleiben eigentlich von wirklichem politischem Druck, etwas an NSA-Praktiken zu verändern, denke ich, wird in den Geheimdienstzentralen gelesen als Bestätigung, dass man nicht nur so weitermachen kann, sondern dass man das eigentlich eskalieren lassen kann. Dass man das, was man früher versucht hat, geheim zu machen, in Zukunft in aller Öffentlichkeit machen kann. Und davon handelt auch mein erstes Szenario. Wenn die große Hoffnung, dass mehr politische Partizipation durch das Internet möglich ist. Und ich glaube, die Piraten haben ja das auch zum schönen Dreiklang dann auch formuliert. Ja, wir wollen, dass du teilnimmst. Ja, wir wollen, dass du aktiv teilnimmst. Und drittens, wir wollen, dass du aktiv teilnimmst, weil du Kompetenzen hast, mit denen wir die Welt besser machen. Ja, finde ich jetzt auch nochmal das, was Sie gezeigt haben, auch mit der Krähe, die ja auch in dem ersten Szenario ganz prominent oder eine prominente Rolle spielt. Da bin ich dann schon überrascht, mit welcher Naivität ich auch selber diese Vorgänge nicht wahrnehme. Ja, wie wir uns dann auch einlullen lassen oder selber einlullen in diesen kleinen mikroskopischen Hoffnungen, während woanders die Musik spielt. Ja, es ist ja, kann man auch wieder Lanier zitieren, beschreibt er ja schön in seinem Buch über wem gehört die Zukunft. Dieser Mensch, der dann am Strand sitzt, hat auch so eine Art Szenario und im Endeffekt konfrontiert wird auch mit den ganzen Sachen, die er früher eingespeist hat, meinend, dass er davon persönliche kleine Vorteile hat, Komfort hat, Konsummöglichkeiten hat, und plötzlich wird er aber konfrontiert mit dem harten Rechenergebnis, dass er nicht in diese Welt von morgen passt. Und ich glaube, bei aller eben Begeisterung und allem Komfort, den man eben durchs Netz bekommt, muss man sehen, dass wir da Gebilde füttern, die monströse Macht aufbauen. Und das Bewusstsein eben im Hintergrund zu haben, wen füttere ich eigentlich mit dem, was ich da tue, das ist schon sehr wichtig. In seiner Rede von... Jeder Klick ist sozusagen eine Art Fütterungsvorgang. Man wird ja selbst gefüttert mit diesem Belohnungserlebnis, das dann im Kopf ein bisschen Dopamin freisetzt und einen glücklich macht, wenn man wieder auf Facebook geliked worden ist und solche Dinge. Das ist ja quasi ein Erziehungsprozess, der da stattfindet. Und in die andere Richtung füttert man aber auch das Unternehmen. Und insofern, das muss man immer mitdenken. Denke ich auch mit. Ich habe nämlich gerade mein Profilbild geändert und freue mich über jeden Klick. Ich habe schon geliked.
Lanier schreibt, sagt gestern auch, die einzige ethische Option ist die Synthese aus dem Besten der prädigitalen und der digitalen Systeme. Die Frage ist, wer dieses Ethos formuliert, wer dieses Ethos bestimmt. Ja, Sie sind, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eigentlich auch noch mal einen Schritt weiter, nicht nur prädigital, digital, sondern Sie formulieren ja auch schon postdigitale Zustände. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht nur in so eine Nostalgie verfällt. Daran hat ja auch schon die Umweltdebatte gelitten, dass man sich so zurücksehnt nach der reinen, unberührten Natur. Wenn dann das analoge Leben so aussieht wie ein Manufaktum-Katalog, dann weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt unbedingt drin dann sein wollte. Für mich geht es darum, um die Grundfrage, Lanier, Entschuldigung, wenn wir ihn die ganze Zeit zitieren, aber das ist halt schon eben, sind auch die Denklinien, die mich beschäftigt haben, diese Frage von humanistischer Entwicklung. Und im Moment wird dieses Netz halt schon ziemlich brutal für rein kapitalistische Zwecke benutzt. Und die Frage, wo entstehen gesellschaftliche Kräfte, die Piraten waren es jetzt erkennbar nicht, aber wo entstehen gesellschaftliche Kräfte, die dieses befreiende, humanistische, wirklich dezentrale und nicht nur pseudo-dezentrale am Netz stärken. Das ist eine Frage an unsere Gesellschaft. Ob sie sich dafür interessiert oder ob man halt einfach froh ist, wenn jeden Tag der Amazon-Bote alles schön bringt oder dann übermorgen die Drohne im Vorhof landet. So. Ein schönes Stichwort, Kapitalismus. Als ich 1991 angefangen habe zu studieren, war der Begriff Kapitalismus eigentlich ein politischer Siegesbegriff, ja? Oder jedenfalls, es war keine Kategorie, mit der man Verhältnisse auf der Welt und in der Welt erklären konnte, ja? Wenn ich so an die Lektüre der verschiedenen Bücher, die ich dieses Jahr auch gelesen habe, und es ist ganz unterschiedlich von Hartmut Rosa, den ich jetzt eher auf dem linken politischen Spektrum vermuten würde, oder Rainer Klingholz, hier Direktor des Institutes für Bevölkerung in Entwicklung, den würde ich eher in so eine gute christdemokratische Ecke stellen. Beide fangen wieder an, Kapitalismus oder mit dem Begriff Kapitalismus Verhältnisse zu erklären. Mhm. Ja? Und das beide in einem sehr kritischen Moment auch. Ja? Und zu sagen, in welchen Abhängigkeiten bewegen wir uns eigentlich, wie formiert es und präformiert es unser Leben und wie können wir das auch überwinden? Hartmut Rosa, auch in dem Film Speed, sagt ja, also das Grundeinkommen wäre eigentlich eine gute Möglichkeit. Rainer Klingholz sagt, wir müssen jetzt die nächsten 80 Jahre oder 60 Jahre nochmal abwarten, dann gibt es einen Bruch in der demografischen Weltbevölkerung und dann der Trigger der wachsenden Bevölkerung ist dann eh weg und dann gibt es ganz, ganz andere Verhältnisse und dann wird wahrscheinlich auch der Kapitalismus Vergangenheit sein. Wie interpretieren Sie, Sie sind ja, das kommt ja aus Ihrem Buch heraus und gerade eben haben Sie es ja auch nochmal gesagt, marktwirtschaftliche Aspekte auch als Treiber von Innovation eigentlich ein wirksames Moment. Ja, also ich komme jetzt nicht so aus dem klassisch linken Spektrum, also ich habe auch nicht umsonst 7 Jahre bei der FAZ gearbeitet, aber ich glaube, dass wenn man sich nach der Finanzkrise die Frage nach der Sinnhaftigkeit und dem Funktionieren vor allen Dingen des Kapitalismus nicht stellt, dann hat man irgendwo auf einem anderen Planeten gelebt. Und es hat ja erst also die Finanzkrise so brutal vor Augen geführt, dass das System eben nicht auf dieses angebliche größte Wohl aller angelegt ist, sondern auf eine ganz brutale einseitige Verteilung und dass in dem Moment, wo die Regeln eigentlich greifen sollten von Bestrafung von Fehlverhalten, sie das eben nicht tun. Also wie ungestraft letztlich diese ganze Szene von Superspekulanten aus der Finanzkrise hervorgegangen ist, wirft natürlich diese Frage auf. Wir sehen diese Frage heute, was machen wir eigentlich mit dem Kapitalismus, was ist eigentlich Kapital? Ich beschäftige mich auch mit dem Thema Naturkapital. Können wir Natur zum Beispiel für den Kapitalismus sichtbar machen? Dass der Kapitalismus blind geblieben ist für die Natur, ist natürlich in unserer Zeit, wo davon unser Überleben abhängt, ein Riesenskandal. Also auch von der ökologischen Seite stellt sich die Frage, kann man Kapitalismus sehend machen für Natur? Und dann ist es jetzt hier mit dem Internet auch so, dass wir eigentlich ja Sinnesinstrumente schaffen, die unsere Welt, die Welt sehen. Aber was sehen die Maschinen, wenn sie die Welt sehen? Sehen sie Natur? Sehen sie, wem messen sie Wert bei? Was messen sie Wert bei? Messen sie Menschenrechten den Wert bei? Oder messen sie nur der Tatsache, dass irgendwo eine Transaktion erfolgt, die auf dem Amazon-Konto landet, einen Wert bei? Also ich glaube,
von ganz vielen Seiten gibt es diese sehr knallharten Anfragen an den Kapitalismus. Und darum wundert es mich auch nicht, dass das jetzt quer über das Rechts-Links-Spektrum so aufbricht. Sie haben vorhin auch während Ihres Vortrags einen spannenden Begriff dann genannt, IT-Oligarchen. Es ist ja wirklich augenfällig, dass wir die Entwicklung, die wir aus dem 19. Jahrhundert kennen, wo es eine unglaubliche Monopolisierung auch in den Vereinigten Staaten gab, in bestimmten Wirtschaftsaspekten, eigentlich das jetzt auch eine Duplizität erfährt im Netz und durch das Netz. Ja, also wir kaufen unsere CDs und Bücher bei Amazon und nicht bei Bücher.de. Ja, wir suchen bei Google und nicht bei Alta Vista. Ja, wir sind bei Facebook und nicht bei Ello. Und so weiter und so fort. Also dieser Hang zur Monopolisierung, der scheint mir ganz, ganz ausgeprägt zu sein. Und eine Erklärung dafür scheint es mir auch noch nicht zu geben. Also bei Facebook kann ich es noch nachvollziehen, wenn alle Freunde dort sind, dass ich dort auch bin, klar. Aber alle anderen Aspekte, ich bin nicht gezwungen, selbst bei Amazon dann auch zu bestellen. Aber die Verwirrungskraft, die dazu führt, dass Menschen sich heute so verhalten, die ist halt im Moment noch klein im Vergleich zu dem, was droht, wenn wir diese Datenmacht weiter erlauben. Das ist halt keine statische Sache, dass man sagt, das ist jetzt einmal so, die wissen irgendwie was über mich, sondern es bauen sich da ja Profile auf, die dann dazu führen, dass es alles noch maßgeschneiderter wird, noch angepasster wird und mir noch selbstverständlicher erscheint. Und wenn ich eben dann anfange, meinen Körper an Apple zu verkaufen, indem ich eine Uhr trage, die meinen Pulsschlag ständig misst, Apple merkt, ich bin irgendwie aufgeregt, dann kriege ich irgendwie sofort eine wahrscheinlich Beruhigungspille eingeblendet oder sowas angeboten oder sogar schon, wenn ich nach Hause komme, liegt sie schon vor der Tür. Dann erscheint mir das irgendwie alles natürlich noch selbstverständlicher. Klar, zwingt uns niemand dazu, das zu machen, aber man sieht ja am Beispiel von Google auch schon, was eben algorithmische Macht ist, wenn ich entscheiden kann, was ist oben, was ist unten. Und die gehen ja auch völlig offen damit um, dass die da auch teilweise in ihren zentralen Sitzen und sich überlegen, wie können wir jetzt eigentlich den Algorithmus so verändern, dass bestimmte Dinge da erscheinen, wo sie sind. Das ist ja auch, so ist das Unternehmen ja auch entstanden und hat ja auch viele segensreiche Dinge mit sich gebracht. Es wäre jetzt aber ein Punkt, Sie haben das 19. Jahrhundert angesprochen, kann man über die Ölindustrie sprechen, dann über die Autoindustrie. Es wäre eigentlich jetzt schon an dem Punkt, wo man sich die Frage stellen muss, wenn es wirklich jetzt um das Wissen dieser Welt geht und um die Informationsfülle dieser Welt geht und jetzt, wenn es wirklich um unser 3D-Leben geht, dann kann man das nicht in die Hände von 4 oder 5 Unternehmen legen, weil Unternehmen sind legitimerweise sowas wie Diktaturen. Da gibt es eine kleine Zahl von Chefs, die entscheiden, wo es lang geht. Und das ist völlig okay, aber nicht, wenn eben das ganze Leben zur Debatte steht. Dann müsste man jetzt eigentlich eintreten, gibt es ja auch schon Forderungen danach, in dem Prozess der Fragmentierung, der Aufteilung von Macht oder, wie sich eben ausschreibe, möglicherweise eine Veränderung der Natur. Also sozusagen, dass man Google zum Gesellschaftsprojekt macht, in Form von einer Nationalstiftung zum Beispiel. Sind die Regierungen bisher auch krachend mit gescheitert, das zu tun? Es sollte ja mal ein europäisches Google geben und es hat nicht geklappt. Das ist eine Frage an Forschungspolitik. Warum das nicht geklappt hat, wie es in Zukunft klappen könnte. Aber hier wären jetzt gerade eigentlich regulatorische Fragen ganz groß im Raum. In Ihren ersten 2 Szenarien beschreiben Sie ja ganz deutlich, welche Mechanismen dazu führen könnten, dass wir eingepfercht sind zwischen den Ansprüchen von Unternehmen und einem Sicherheitsinteresse des Staates, das natürlich auch durch unsere eigenen Empfindungen dann mitgetriggert wird. Und wenn man sich die Mechanismen anschaut, so abwegig scheinen die ja auch gar nicht. Ja? Oder das, was man irgendwie nochmal vor 10, 12 Jahren auch bei dem Irak an düsteren Visionen hatte, wie es mit dieser Weltregion werden könnte. Da haben wir uns ein paar Jahre in Sicherheit gewogen, dass es dann Gott sei Dank doch nicht so schlimm kommt. Jetzt haben wir wirklich eine ganz katastrophale Situation durch Nichthandeln, durch Falschhandeln. Wie wahrscheinlich sind auch diese Szenarien jetzt in der digitalen Welt, dass das, was Sie geschrieben haben, nicht nur Science, sondern auch Fiktion, sondern vielleicht dann auch Realität wird? Naja, ich denke, wir erleben jetzt bei der Finanzkrise, dass wir uns Zeit kaufen,
Wenn wir sehen, wie die Europäische Zentralbank jetzt Schrottpapiere aufkauft, dann ist die nächste Finanzkrise eigentlich schon in der Mache, und zwar durch Krisenpolitik. Wir sehen in der Irak-Krise, wie eine Fehlentwicklung, die mit der Invasion begonnen hat, jetzt neue Monster gebiert und man sich immer jetzt neue Zeit kauft, indem man jetzt dann wieder natürlich militärisch agieren muss. Aber alles, um die Frage zu vermeiden, die nach dem 11. September eigentlich im Raum gestanden hat, nämlich, warum hassen die uns so und wie gehen wir damit um? Diese Frage wird einfach totgemacht durch militärisches Handeln. Und jetzt in der digitalen Welt ist es halt auch so, wir kaufen uns letztlich auch durch braves Online-Verhalten, konsumieren nach diesen Enthüllungen Zeit in der Hoffnung, dass irgendwas sich schon zum Guten ändern wird, aber es passiert nichts. Und dann frage ich mich, was passiert eigentlich, wenn die Überwachungstechnologien, wenn dann überall Google-Autos durch die Welt fahren, die Kameras eingebaut haben und alles erfassen können, und wenn überhaupt wir alle zu Überwachern werden durch die Gadgets, die wir am Leib tragen, und es kommt zum nächsten großen 9/11. Und das müssen dann nicht Islamisten sein. Es gibt noch andere Gruppen auf der Welt, die vielleicht zu Gewalt greifen wollen. Und dann verändert sich vielleicht der Blick auf diese Gruppen, also angenommen jetzt mal, der nächste IPCC-Bericht sagt, es wird wirklich noch viel schlimmer, als wir gedacht haben. Und dann entsteht nicht eine neue Greenpeace-Bewegung, sondern eine terroristische Ökobewegung, die eben auch einen ganz schlimmen Anschlag macht, aus Menschenhass, weil sie sagt, die Menschen ruinieren die Welt. Dabei sterben 10.000 Menschen in den USA. Dann stehen alle Menschen, die, also so wie die Muslime erlebt haben, was es bedeutet, Muslim zu sein in der digitalen Welt nach 9/11, plötzlich sind alle verdächtig. Würden dann alle Menschen, die vielleicht mal irgendwie Greenpeace geliked haben oder so, plötzlich in einem völlig neuen Licht dastehen, weil sie dann zum quasi Dunstkreis dieser hoffentlich nicht, ja, eintretenden Attentäter gehören. Und solange solche Grundsatzprobleme nicht gelöst sind, aber eben auch dann die Frage, wie wird mit der Datenmacht umgegangen, die entsteht, bei wem landet das, würde ich sagen, müssen wir uns Dystopien ausmalen, um sinnvoll handeln zu können. Gehen wir mal zu den anderen, zu den positiveren Szenarien über, die Sie da auch beschrieben haben, in den Szenarien Lebensnetz und Allesnetz. Da, wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal habe ich mich an Avatar von James Cameron erinnert gefühlt, wie Sie das auch beschreiben. Ja, ja. Also deshalb wirklich auch nochmal die Bitte und den Tipp an Sie, lesen Sie dieses Buch und haben Sie auch mal diesen Film dann im Kopf. Also wenn dann auf einmal die... Das ist ja fast schon auch eine Werbeeinblendung hier. Genau. Ja, ich hoffe für Sie schon, ja, das ist legitim. Ja. Aber wenn da dieses Volk der Navi dann eins ist mit der Natur und Kontakt aufnimmt mit Natur und das sind da jetzt mal ganz böse gesagt fast schon esoterische Elemente, die Sie in Ihrem Buch aufgenommen haben. Ja, gut, was ist esoterisch? Vielleicht auch das, was man noch nicht versteht. So, also jetzt nicht an Sie gerichtet. Nein, ich stand in zwei Rezensionen drin, auch bei das völlig, also nehme ich auch die Kritik nehme ich gerne an und verstehe sie auch, ehrlich gesagt. Wenn ich ganz kurz dazwischen gehen darf, heute Morgen bin ich um 6:30 aufgewacht oder aufgestanden, weil ich meine Kinder auch in die Schule bringen musste. Um 6:35 Uhr kommt auf Deutschlandfunk immer die Andacht, die Morgenandacht von einem katholischen Pfarrer. Ja. Und der hat mich wahnsinnig erinnert an das, was Sie in Ihrem Buch beschrieben haben. Okay. Also einen Verbündeten haben Sie schon. Wer weiß. Ja. Okay, ich bin auch in der katholischen Gegend groß geworden, also es ist jetzt gar nicht so unwahrscheinlich. Nee, was ist esoterisch? Wenn Sie vor 300 Jahren über elektromagnetische Strahlung gesprochen hätten, dann wären Sie als Esoteriker dagestanden. Und ich will jetzt um Gottes Willen nicht legitimieren, was es an wirklich abgefahrenen esoterischen Ansichten gibt. Nur, das Lustige ist, dass wenn man heute zum Beispiel Vogel beobachten geht in der Stadt, dann hat man manchmal das Gefühl, dass man, also ich mache das gerne, aber man wird schon so angeschaut. Also wenn man mit dem Fernglas da steht und Mitbewohner dieser Stadt einfach betrachtet, man hat es ja vielleicht im Szenario gehört, dass ich das gerne mache, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich glaube, man wird so ein bisschen komisch angeschaut. Wenn ich darüber schreibe im Buch, dass wir zum Gestein eine lebendigere Beziehung aufbauen sollten, als das nur als
tote Materie zu sehen, dann kommt da, schwingt da offenbar was Esoterisches mit. Während wir uns ganz selbstverständlich jeden Tag die Mobiltelefone ans Ohr halten, also wirklich an unseren Körper ranlassen. Und diese Mobiltelefone bestehen aus den Produkten von 40 Bergen, 40 Bergwerken, aber auch 40 Bergen. Das heißt, wir haben eigentlich eine unglaublich intime Beziehung zu Elementen, die aus der Natur kommen, gerade über die Technik, aber weigern uns, das irgendwie wahrzunehmen. Auch wenn wir das Glas streicheln, so auf den Touch eben, das ist ja sehr haptisch dann. Ja. Also wir streicheln das schon, aber wir sehen eigentlich, wir machen es den ganzen Tag, ist völlig selbstverständlich, aber wir sehen die Materialität dahinter nicht und auch die Herkunft der Materie nicht. Und das versuche ich zu beleuchten, dass wir stärker die Geologie in der Technik wahrnehmen könnten, weil uns dann auch die Technik eben als Naturphänomen erscheint und das die Frage aufwirft, wie verändere ich mit meiner Technik wiederum die Natur? Also wie verändere ich diese Berge zum Beispiel? Eine Erklärung nennen Sie auch in Ihrem Buch, das ist auch 2000 Jahre Christentum, die eine radikale Trennung auch von Natur und Kultur hat. Heißt das, wir müssen in andere Ecken der Welt blicken, um so ein was also zurückzugewinnen? Es geht jetzt nicht gegen das Christentum, sondern es geht gegen so eine Dual. Ja, also ich weiß ja. Es geht bei mir um die Frage nach der knallharten Trennung von Körper und Geist, die es in der Philosophie sehr lange gibt und die, glaube ich, sich ein bisschen auch sich ziemlich manifestiert in unserer westlichen Kultur, die eben einen Kapitalismus erschaffen hat, der für die Natur blind ist, zum Beispiel. Ich weiß, es gibt viele Leute, das formuliere ich ja aber auch im Buch, die so bei solchen Ganzheitlichkeitsthemen irgendwie die Krise kriegen, weil Ganzheitlichkeit halt auch oft Denkfaulheit bedeutet, weil man dann irgendwie so im verschwurbelten großen Ganzen unterwegs sein will. Nur wir leben heute in einer Welt, die via einer super tollen Naturwissenschaft, der ich mich selbst verpflichtet fühle und die ich ganz bewundere, aber die diese Welt in immer kleinere Einzelteile zerlegt und dadurch bekommen wir ja Erkenntnisse über die Welt. Wir leben in einer Welt, wo die Ökonomie das Gleiche macht, nämlich das, was an Wäldern existiert, an Bergen existiert, das fragmentiert, in immer kleinere Teile zerlegt, die dann verkäuflich macht. Was dann mit dem Abfall passiert, interessiert in der Regel nicht mehr so. Das heißt, wir haben es mit zwei ganz starken fragmentierenden Kräften zu tun. Und die große Frage ist jetzt, wie werden eigentlich die Dinge wieder doch auf eine gute Art zusammengesetzt? Also wie entsteht zum Beispiel ein Bild von der Natur, das uns hilft, sie zu bewahren und nicht wie heute zu zerstören? Und wie entwickeln wir eine Wirtschaft, die, nachdem sie die Dinge auseinandergenommen hat, die am Ende auch wieder zusammenfügt, nämlich in einer Kreislaufwirtschaft, in einer wirklich regenerativen Wirtschaft, wo es halt sowas wie Abfall nicht gibt. Und ich komme nur noch mal darauf zurück, weil Sie das mit dem Esoterisch, dann wenn man dann über so Ganzheitlichkeitsideen, die sich daraus ergeben, spricht, dann kommt man leicht in den Ruch dieses Esoterischen. Ich versuche eigentlich, diese Ganzheitlichkeit so aufzuladen mit einer technischen und naturwissenschaftlichen Herangehensweise. Ob das jetzt gelingt oder nicht, überlasse ich dem Publikum. Ja. Sie sprechen ja auch ganz harte politische Themen an und setzen dann auch in Digitalisierung große Hoffnung, also das Thema Ernährung, Verkehr, Verkehr, Transport, ja. Wo Sie auch schildern, was eigentlich auch als Hilfsmittel digitale Prozesse uns ermöglichen und welche Welt sie auch uns erschaffen. Denn auf die Zahl rekurrieren Sie auch häufiger in Ihrem Buch, wenn es 2080 oder 90 10 Milliarden Menschen auf dieser Welt geben wird und alle so viel Fleisch essen, wie wir es im Moment tun, im Westen, in Deutschland, oder so viel Autos und mit welchen Autos wie auch durch die Landschaften düsen, dann reicht diese Erde nicht. Ja? Mhm. Naja, also da bin ich ja nun bei weitem nicht der Erste, der darüber nachdenkt, dass, und das passiert ja auch schon in vielfacher Form, dass über Vernetzung eben Teilungsprozesse organisiert werden können. Ob jetzt wirklich Airbnb und Uber dann die Ausformung dieser sogenannten Sharing Economy sehen, würde ich anzweifeln, weil da geht es ja eher darum, das Privatleben zu so einer Mikrodienstleistung zu entwickeln. Ich würde bei Sharing Economy halt eher sagen, sowas wie ein Carpool, den man teilt,
ist ja heute selbstverständlich, das ist so, wäre so ein Ansatz in die Richtung. Aber dann wäre halt der nächste Schritt auch, dass man dann auch ein bisschen aggressiver gegen Individualverkehr vorgeht. Führt jetzt vielleicht ein bisschen weg, aber dass nicht nur die Nicht-Autofahrer jetzt dann mit dem Carsharing-Auto unterwegs sind, übers Internet organisiert. Alle, die Fahrradfahrer sind, können jetzt auch Teilautos nutzen und alle, die schon ein Auto haben, die fahren weiter Auto und dann haben wir im Endeffekt mehr Autos auf der Straße, sondern so eine internetgetriebene Sharing-Economy würde dann eigentlich heißen, wie organisiere ich eine Verkehrspolitik, wo es vielleicht in Zukunft gar kein Individualauto mehr gibt, sondern nur noch geteilte Autos, wo das Auto zur geteilten Ressource wird. Die Autoliebhaber sind eine starke Fraktion. Digitalisierung zu überwinden, das kann ja auch schon zum Lebensgefühl werden. Ja? Also André Wilkens mit seinem Slogan, analog ist das neue Bio. Ja? Also verewigt das, in meinem Buch. Ja, als Andy Wilkens. Also wo man dann auch diesem Überdruss von Digitalisierung, von ständiger Vernetztheit, von Erreichbarkeit etc. und das kriegt man ja auch in Studien zur Arbeitswelt mit, kann das auch zum Rückschlag oder zu einer wirklich einer Bewegung werden, wo wir uns sagen, brauche ich nicht. Also im Szenario habe ich ja dann auch diese Mindpiece-Bewegung, von der ich schreibe, die fragmentiert sich dann. Da gibt es dann also die Analogitarier und die Analoganer. Die Analoganer sind also sozusagen eben Veganer, die dann ganz verzichten. Und dann gibt es noch die Flexi-Analogitarier oder so. Also so wie sich heute Ernährung auch aufteilt in verschiedene Lager. Aber ich glaube, vielleicht, also ich bin sicher nicht der Einzige, der spürt, wie stark die magische Kraft dieser Geräte ist und wie toll es dann aber auch mal ist, das hinten anzulassen. Ich fahre dann auch gerne mal irgendwie in die Uckermark raus und setze mich dann mal für eine Stunde hin und mache gar nichts. Habe immer dieses Zucken in der linken Hand, jetzt doch nochmal gucken. Und da merkt man eben, wie, drum hat der George Dyson, Technikhistoriker, am Montag bei einer offenbar tollen Konferenz in Köln auch gesagt, Facebook ist keine digitale Organisation mehr, sondern eine analoge Organisation, weil sie eben so eine soziale Macht haben. Ja. Und also an diesem viszeral neuronalen Dings, dass man da immer in die Tasche greifen will und nachgucken will, merkt man ja, wie sehr die Wahrnehmung schon verändert ist. Im Time Magazine stand gerade sehr schön beschrieben, wie sich die Wirklichkeit dadurch, dass man die Sachen immer bei sich trägt, die digitalen Geräte, dass die Wirklichkeit sich dadurch weniger wirklich anfühlen würde. Eine Diagnose, die ich teile von meinem eigenen Wahrnehmen. Und insofern ist natürlich schon möglich und auch wahrscheinlich, dass je tiefer wir da reingesaugt werden, desto befreiender kann möglicherweise mal eben die Abwesenheit davon. Also erstmal ist man auf Entzug, glaube ich, und ich würde da wirklich von Entzug sprechen, weil eben diese Dopamin-Synapsen im Gehirn dann sagen, feed me, feed me, feed me, ich möchte wieder dieses Belohnungsmechanismus haben. Wenn man da mal durch ist, glaube ich, kann das ganz, ganz toll sein. Darum glaube ich auch, also mein Sohn, der spielt Minecraft ganz viel, und wenn ich dann sehe, also die Artenvielfalt auf Minecraft, die ist noch ziemlich reduziert, da gibt es so 10 verschiedene Pflanzen, die man da setzen kann. Und so meine Hoffnung wäre eigentlich, dass wenn ich mal so in Minecraft aufgewachsen bin und da so diese Sachen gebaut habe und dann aber in so einen Nationalpark zum Beispiel komme, ja, dass ich mir eben denke, so, wie ist das denn programmiert? Ja, wie toll. Und dass eigentlich durch eine Generation, die jetzt mit Kindern, mit Minecraft und so aufwächst, später mal eigentlich schon die Samen quasi gepflanzt sind, dass man dann Natur als ein ganz tolles Designwerk wahrnimmt. Um einen anderen Internetdenker noch zu nennen, Evgeny Morozov. Ich wollte jetzt nicht sagen Design im Sinn von Intelligent Design. Ich bin kein Kreationist. Das hätten wir jetzt auch nicht angenommen. Ich glaube fest an Charles Darwin. Ja. Wir auch, ich auch. Um einen anderen Internetdenker noch mal zu erwähnen, Evgeny Morozov in seinem neuen Buch Smarte Neue Welt schreibt, geht es auch um verschiedene Denkmöglichkeiten, Szenarien. Er schreibt dann, und das fand ich wirklich eigentlich den wesentlichen Satz dieses ganzen Buchs, wir führen keine Debatte über Technik, wir führen eine politische Debatte. Ja? Letztendlich hat es auch immer mit der eigenen Verantwortlichkeit und Verantwortung zu tun, wie wir mit diesen Dingen umgehen, in welcher Welt wir leben möchten und wollen. Und diese Verantwortung können wir nicht outsourcen an zweite, dritte oder
Parteien. Ja? Das heißt, was bedeutet das jetzt für uns auch politisch gewendet, eines eher dieser positiven Szenarien möglich zu machen, um nicht im Mononetz oder Dunkelnetz zu landen? Ja, gut, aber ich glaube schon, ich meine, wenn man dann jetzt die Bedeutung von Parteien so schmälern würde und sagt, also jetzt kommt es nur noch darauf an, wie ich mich privat verhalte, das ist ja in der Umweltdebatte auch nicht richtig. Ich kann mich privat, und das mache ich auch gerne, so umweltfreundlich wie möglich verhalten, aber solange 500 Milliarden Dollar weltweit an Subventionen für fossile Energien fließen, abgenickt durch Regierungen, die von der entsprechenden Industrie lobbyiert wurden, dann wird es sehr schwierig. Und genauso ist es da. Ich kann jetzt natürlich dann von Gmail zu Posteo gehen und solche Dinge machen, aber letztlich ist es schon eine Frage von politischen Entscheidungen. Und da wäre es natürlich jetzt für eine Partei, ich möchte jetzt da nicht als Politberater auftreten, aber Sie haben selbst gesagt, dass die Grünen natürlich das Anthropozän-Thema mal anpacken könnten, und würde der Partei, die mit dem Thema Natur groß geworden ist und inzwischen leider aus meiner Sicht wirklich nicht mehr so die großen namhaften Umweltpolitiker, die auch nicht so, also man kann von Street Credibility oder von Nature Credibility sprechen. Ich erlebe bei den Grünen im Moment niemand wirklich, der Nature Credibility hätte. Und das macht mich ein bisschen traurig als Bürger. Und genauso könnten die Grünen jetzt natürlich schon auch von diesem Kollaps der Piraten profitieren und sagen, wie würde denn jetzt das Netz aussehen, das wir wollen. Ja? Also insofern glaube ich schon, die Bundesregierung hat jetzt ja so digitale Gesellschaft, aber da geht es dann immer eigentlich hauptsächlich um ja so das tolle, quasi das Internet von heute und so. Aber so, da mal zu sagen, wie könnte denn ein anderes Netz aussehen, finde ich, kann nur Politik. Ja. So, ich würde ganz gerne nochmal Ihnen die Möglichkeit geben. Wir haben jetzt genau noch nicht ganz, ein bisschen mehr als 10 Minuten. 2 Meldungen sind schon aber da vorne und dann kommt noch. Stehe auch gerne so noch zur Verfügung. Ja. Ja. Erst Sie, dann Sie und dann Nikolaus Huss. Ja, genau. Und weil mehrere Leute sich gemeldet haben, bitte die Fragen kurz, knackig halten, damit wir auch eine Antwort bekommen. Kurz, knackig. Sie haben bei der Rabendrohne von einem Tier gesprochen. Das konnte ich irgendwo nicht nachvollziehen. Also mein erstes Auto war ein Käfer und den habe ich auch nicht, obwohl er grün war, als ein Tier gesehen, sondern einfach als eine Maschine. Und der hat jedenfalls meistens das gemacht, was ich wollte. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Also für mich ist eine Maschine, wenn da ein Zahnrädchen nicht hinhaut oder irgendwas nicht funktioniert, dann fällt es vom Himmel, also Ihre Rabendrohne jedenfalls. Und eins habe ich allerdings hier heute gelernt, wenn die im Internet, die Smartphonisten, auf ihrem Handy rumwischen, wie ich immer früher gesagt habe, dann ist es nicht richtig, sondern die streicheln ihre 40 Berge Glas. Das habe ich gelernt bei Ihnen. Dankeschön. Super, Dankeschön. Ja, wo sind die Grenzen zwischen Leben und Technik? Das ist natürlich eine wichtige Frage, die Sie ansprechen. Und wir erleben gerade, dass diese bisherige Grenzziehung von Leben und Technik von verschiedenen Seiten her porös wird. Ich will nicht sagen, das war vielleicht ein bisschen salopp, dass heutige Maschinen schon als lebendige Tiere angesehen werden können. Klammer auf. Wenn ein Außerirdischer auf die Erde käme, würde er heute eine Erde mit 1 Milliarde Autos erleben und wahrscheinlich denken, ja, das sind hier so die üblichen Lebewesen, während das, was wir als Lebewesen wahrnehmen, wie die Tiger und Elefanten und Pandas und so inzwischen relativ verschwindender Zahl nur noch vorhanden sind. Aber es gibt eben von zwei Seiten eine Aufeinanderbewegung von Leben und Technik. Und das eine ist die synthetische Biologie, wo also Organismen de novo im Labor fast schon Molekül für Molekül zusammengesetzt werden, bisher auf bakterieller und viraler Ebene, aber wo Lebewesen durch technische Prozesse entstehen. Und auf der anderen Seite eben diese Biomimikry und Bioadaption, neuromorphe Technikentwicklung, die versucht, Prinzipien der Natur zu imitieren oder simulieren. Und da entstehen sicher, es gibt Definitionen von Lebewesen, zu denen sowas wie Fortpflanzung gehört. Soweit sind wir zum Beispiel noch nicht. Aber rein von physiologischen oder von Flugfähigkeit oder von Beherrschung von Lebensräumen und solchen Dingen gibt es durchaus Eigenschaften von Tieren, die heute in der Technikentwicklung sehr stark verfolgt werden. Ich habe ja so heutige Beispiele wie diese
Flugkrähendrohnen gezeigt. Das sind alles Annäherungsprozesse. Aber was wichtig ist, ist, dass diese Grenzziehungen eben zumindest porös werden. Sie haben vorhin gesagt, dass die Wirtschaft die Natur nicht sieht. Aber es liegt wahrscheinlich ganz einfach daran, dass die Natur keinen Preis hat. Heißt, was keinen Preis hat in der Wirtschaft, ist nichts wert. Ja. Und das müssen wir ändern. Also wir müssen den Preis setzen und das Verhältnis von Freiheit und Verantwortung wieder ausgleichen. Mhm. Also es muss wieder ins Lot kommen. Und die Wirtschaft muss die Verantwortung übernehmen. Mhm. Und das muss politisch durchgesetzt werden. Ja. Also gibt dafür ja auch eben Ansätze, gab Ansätze. Ich meine, sowas wie den Preis für Kohlendioxid ist zumindest schon mal ein Preis für die Inanspruchnahme von Natur, also von der Atmosphäre als CO2-Lagerstätte. Man könnte das ja noch erweitern und sagen, ein Ökosystem erbringt uns eben Dienstleistungen und die tauchen nirgendwo heute in Bilanzen auf. Deswegen kann ich ein Feuchtgebiet planieren, ohne dass irgendjemand wirtschaftlichen Schaden erleidet, wo aber eigentlich ganz viel Schaden entsteht. Und deswegen gibt es ja diese Bewegung, quasi Natur ökonomisch durchzuspielen. Der Pawan Suk, der war, glaube ich, vor einem Jahr hier, der das federführend gemacht hat. Das hat wiederum auch seine Grenzen. Da sind wir vielleicht auch bei den Grenzen des Kapitalismus. Führt das jetzt zu so einer Art, also ist das dann Ausdruck davon, dass wir wirklich nur das wertschätzen, was ein Preiszeichen dran hat? Ich bin da dafür, dass man das macht, weil ich glaube, nur so macht man den Kapitalismus sehen. Irgendwie ist es aber auch beschämend, dass wir nicht Dingen, die uns eben analog quasi lebendig zugrunde liegen, unserer Existenz, dass wir denen nicht von vornherein einen Wert zuschreiben können. Ja. Ja, würde ich zustimmen. Ich will nochmal, weil Sie vorhin gesagt haben, man muss sich wieder mit der Utopie beschäftigen. Also ich finde es gut, wenn jemand Bücher schreibt und sich das ausmalt. Als politische Strategie bin ich aber zunehmend genervt von dieser Aussage, man muss wieder Utopien setzen, weil... Wenn man die Piraten sich anschaut, für mich waren die Piraten sozusagen Big Brother in Politik. Zu sagen, jeder darf zu jedem Zeitpunkt zu allem lallen und es wird dann Politik. Also Strategie heißt, dass man sich auf Sachen einigt und sagt, wo muss man ansetzen, damit man was erreicht. Auch die politische Konsequenz des Ganzen, was wir jetzt sozusagen miterleben, was wir ja auch alle spannend finden, ist ja jetzt kein wirklicher Technikfeind hier wahrscheinlich, ist doch, man muss doch mal nüchtern analysieren, dass wir im Grunde eine Oligarchisierung der Welt haben. Und die fängt an in den USA, weil das ist Silicon Valley, nach der Pfeife tanzt jemand. Insofern ist es dann die zweite Frage, ist, wenn man so allgemein über Politik redet, was die ändern kann. Europäische Politik kann nichts ändern, weil wir sind sozusagen kolonialisiert und ich bin jetzt nicht anti-amerikanisch, sondern muss man mal sagen, dass wir die Nutznießer oder die Windschattenfahrer einer Großtechnologie, die aber in ganz kleinen Ecken entsteht. Und wenn man nicht einmal nüchtern auf diese Welt schaut, dann kommen wir politisch nicht mehr weiter, weil da letztendlich träumen sich alle in einer Utopie weg. Mhm. Und das Internet, die Geschichte des Internets ist eigentlich sowas, wo man immer von Freiheit, jetzt sage ich schon, gelallt hat und in Wirklichkeit haben die im Hintergrund was ganz anderes gemacht. Mhm. Ich denke, diese Rückkehr der Utopie kommt auch daher, dass vieles, was wir heute so immer, also gerade aus der Ökonomie kommend, ja, heißt ja dann, ja, das, also jetzt bitte mal ökonomisch bleiben, pragmatisch bleiben. Und genau dieser Ansatz stellt sich ja eigentlich als utopisch heraus. Also dieser Pragmatismus, dieser angebliche ökonomische Realismus, der entwickelt sich ja zur eigentlichen Utopie. Und insofern, also ich könnte so weitermachen wie jetzt. Und insofern, glaube ich, lädt das ein bisschen dazu ein, dass man versucht, über den Tellerrand des Pragmatischen hinauszublicken. Ihre Analyse zu den Piraten würde ich absolut teilen. Ja. Und mit der, jetzt Einkommen mit der Oligarchie, ja und nein. Also ich träume zum Beispiel von dem Mediensystem, das
eben internetbasiert auch wäre, wo ein Medium entsteht, das eher so wie ein Korallenriff ist, also wo ich jetzt nicht so ein Verlag habe, wo oben drüber der große Chef sitzt, der entscheidet, was kommt rein und was nicht, sondern wo unabhängige Autoren kooperieren und gleichzeitig im Wettbewerb stehen. Und ich glaube, dass das Internet schon wahnsinnig gute Möglichkeiten bietet, gerade für Mittelschicht, für das, was der Taryn Lanier ja dann die kreative Mittelschicht nennt und dann die Freelance-Economy, so Prozesse zu organisieren, wo Menschen dann eben auch gut von leben können, von Journalismus jetzt mal, von meinem Beruf zu sprechen, trotz Google. Aber Oligarchisierung, klar, wenn 85 Menschen so viel Geld besitzen wie die 3,5 Milliarden Ärmsten auf diesem Planeten, dann stecken wir in der Oligarchisierung schon mittendrin. Aber Sie wollten widersprechen. Mikro. Kurz einen Kommentar bitte dazwischen. Ja? Ich glaube, wir müssen treuer werden zu unserer eigenen Gesellschaft und das ist unser Fehler. Deswegen zwei Anmerkungen. Das eine ist zu Ihrem Appell der Frage beziehungsweise Ihrer stillen Angst, die ich meine rausgehört zu haben, wenn Sie fragen, wo entstehen die Gesellschaft, die befreiende und dezentralisierende Kräfte freisetzt. Ich kann nur sagen, es gibt Menschen, die angekommen sind, die also im Zentralen stecken und trotzdem ihre Dezentralisierung ausleben können. Und wenn man die wirklichen, wenn man da aber fit sein möchte, muss man um die, meines Erachtens nach, um das Zusammenspiel der Wirk, das Wirk-Zusammenspiel der emotionalen, rationalen, spirituellen Bereiche wissen, in dem ein jedem Individuum steckt. Und da werden wir die Faktoren sprechen. Deswegen bin ich natürlich ein Befürworter, wenn Sie immer wieder fordern, ja, ich brauche mehr Kenntnisse um das Anthropozän. Da müssen Leute Hausaufgaben machen, bin ich absolut bei Ihnen. Was Ihnen aber, glaube ich, ein Hemmschuh ist, ist, glaube ich, Ihr Blick. Ihr Blick, das ist Ihre stärkste Stärke. Sie haben nämlich einen erdumfassenden Blick. Und diese Stärke, diesen Blick zu haben, lässt Sie das wirklich Kleine gar nicht mehr sehen und erblicken. Deswegen sind Sie immer erdumfassend im Blick und im Analysieren und Auswerten. Also das ist nur eine kleine Hilfe, ich glaube, das sehe ich so. Aber das andere ist, und jetzt gehe ich doch zur politischen Verantwortung, wenn man die Masse der Gesellschaft sich anguckt, die ja hoffnungslos ausgeliefert ist, da würde ich aber dann sagen, müsste man es eigentlich, sind wir schon längst an dieser Stelle und haben die Stelle schon längst überschritten, dass wir regelrecht Internetausfälle kalkuliert und angesagt herstellen müssen, und zwar zyklisch jedes Jahr, dass hier bei denen, die schon in der Abhängigkeit stecken und denen, die Sucht gar nicht mehr bemerken, an der sie anheimgesetzt sind, bewusst zu machen, damit dort Techniken entwickelt werden können, um wieder rauszukommen. Ich glaube, das sehe ich ein ganz kleines Beispiel, da hat mir eins geholfen, vielleicht in meiner Schulzeit, als es den Feueralarm gab, wo wir alle Hand in Hand aus der Schulklasse gehen mussten, um einfach mal diesen Feueralarm zu üben. Und so platt ist es. Ich glaube, wir müssen es so platt machen. Wir müssen die Masse der Gesellschaft dahin kultivieren, eine Auszeit von Internet einzuüben. Also okay, ich habe im Buch das Beispiel, also auch als Teil eines Szenarios, dass eben, also Bhutan ist ja so ein Land, das sich durch diesen, wie heißt es, Bruttoglücksindex auszeichnet und da auch so ökonomische Debatten inspiriert. Und im Buch, im Szenario ist es dann so, dass Bhutan eben jeweils Samstag, Sonntag das Internet abschaltet. Insofern kann es dann vielleicht auch inspirieren. Es wäre allerdings ziemlich, so wie es heute aufgebaut ist, hätte das ziemlich katastrophale Folgen, die man sich dann vielleicht doch nicht wünscht. Aber auf jeden Fall als Bedürfnis sind Sie da ganz im Buch. Und danke für Ihren sehr persönlichen Hinweis mit dem erdumfangenden Blick und dem Nichtblick aufs Kleine. Das war so ein bisschen für mich der Anfang eigentlich vom Buchprojekt. Ich wollte eigentlich mal was Kleines machen, ist mir dann misslungen. Insofern wird vielleicht das nächste Buchprojekt dann was Kleines. Aber das fand ich sehr nett von Ihnen, dass Sie das beobachtet haben. So, die letzte Frage bitte. Ja, Sie haben ja vorhin vom Platzen der Internetblase gesprochen und von der Ernüchterung, die mit den Erwartungen an das Internet verbunden war. Das kann man ja ganz schlicht zunächst mal so sagen. Man hat gemeint, dass sich beim Internet um eine Entwicklung handle, die ihr positives Zukunftspotenzial quasi im Selbstlauf entfalten könne, ohne dass da also politisch eingegriffen und kontrolliert werden müsse. Das scheint mir ja insofern naiv, wenn wir uns anschauen, wie diese Schrittfolge von Wissenschaft, Technologie und ökonomischer Verwertung oder auch politischen Nutzen
eben nicht mehr als Schrittfolge läuft, sondern tatsächlich der Aspekt der politischen Verwertbarkeit oder der ökonomischen Nutzung schon im ersten Schritt mitgedacht wird. Sie haben ja auch die entsprechenden Beispiele geliefert in Ihrem Vortrag. Es ist ja offensichtlich so, dass technologisch vielversprechende Entwicklungen zunächst mal vom Militär durchgespielt werden, sodass man ja auch von daher schon vermuten kann, dass diese naive, neutrale, wertfreie Affinität von Wissenschaft und Technologie zu einer Vielfalt von Entwicklungen, die sich dann in demokratisch-politischen Verfahren fair einspielt, dass davon ja überhaupt keine Rede mehr sein kann. Jetzt schlicht und kurz meine Frage. Sehen Sie hier alternative Entwicklungen, wo diese Schrittfolge tatsächlich auch wieder möglicherweise hergestellt werden könnte, von einer zweckfreien Wissenschaft zu einer multiplen, vielfältig Möglichkeiten eröffneten Technologie, bis hin also zu dem nächsten Schritt, wo eben nicht mehr nur militärischer Einsatz, ökonomische Verwertbarkeit und politische Zentralisierung am Ende stehen, sondern halt doch auch Technologie demokratischen Verfahren zuspielt? Ja, wichtiges Thema Forschungspolitik, und ich glaube, dass wir im Regierungsviertel, ich würde mir wünschen, dass im Regierungsviertel das Wort Forschungspolitik öfters fällt. Das wird ja, ist eigentlich sowas, was früher noch das Familienministerium war, so quasi für Schröder das Gedöns. Und ich glaube, dass Forschungspolitik eigentlich die zentrale, es ist nicht mehr ganz so. Also es war schon mal schlimmer. Ich habe seit Jürgen Rüttgers über Forschungspolitik geschrieben habe schon erlebt, dass es besser geworden ist in dem Sinn, weniger randständig. Aber die strategische Bedeutung, aber eben vor allem auch die gesellschaftliche Bedeutung von Forschungspolitik ist noch nicht durchgedrungen und vor allem nicht, muss ich sagen, in die Medien durchgedrungen, wo das Forschungsministerium in der Regel immer ganz schwach besetzt wird, oft mit nichts gegen Praktikanten, aber es gibt Korrespondenten für Ministerien im Regierungsviertel und oft gibt es ausgerechnet fürs Forschungsministerium dann plötzlich keinen Korrespondenten, was sehr merkwürdig ist. Und dann kommen wir zu einer Situation, wo einerseits eben wahnsinnig viel in Amerika übers Militär läuft, wo man sich auch fragen muss, muss das denn so bleiben und welchen Stempel quasi drückt eigentlich dieser militärische Anfang vielen neuen Erkenntnissen und Technologien auf. Und das sehen wir jetzt ja im Beispiel des Internets, wie langfristig so ein militärischer Stempel wirken kann. Und wenn dann der militärische Stempel bei so tierartigen Maschinen drauf ist, sehr problematisch. Und andererseits eben dieses, was Sie ansprachen, die Zwecklogik quasi. Also Forschungspolitik eben nur dann, wenn ich schon weiß, dass anschließend irgendwie ein Patent angemeldet wird. Also das heißt, dieser offene Prozess von Erkennen, von Grundlagenforschung. Wir sind in Deutschland, muss man sagen, im Vergleich zu anderen EU-Ländern noch sehr gut mit den Forschungsinvestitionen. Aber dann sieht man, dass der Forschungsetat von Google jetzt bei, glaube ich, 8 Milliarden Dollar liegt. Und damit ist Google schon ziemlich nah am also ungefähr die Hälfte des Bundesforschungshaushalts dran. Und das muss man sich da mal reinziehen. Das heißt, Frage, was sind wir als Gesellschaft bereit, in Forschung reinzustecken? Wir können kein Geld drucken, wir müssen es irgendwo anders nehmen, wir müssen da Prioritäten setzen. Und das gelingt bisher nicht ausreichend. Dafür haben wir die Mütterrente, das ist auch schön. Ja. In diesem Sinne. Was für ein Schluss? Nein, ist noch nicht der ganze Schluss, der Schluss kommt jetzt. Danke. Noch auch mit dem letzten. Wenn Sie mich vorher gefragt hätten, was ist das letzte Wort dieser Veranstaltung? Das ist ja Mütterrente. Also wäre ich nicht drauf gekommen. Sieht man mal, die Zukunft ist immer unvorhersagbar. Ja. Von wegen Prognosen und so. Ja. Jetzt habe ich aber ein schönes Zitat noch von Lenier von gestern. Er schreibt nämlich, der neue Humanismus behauptet, es ist richtig zu glauben, dass Menschen etwas Besonderes sind. Nämlich, dass Menschen mehr sind als Maschinen und Algorithmen. Ja. Das finde ich nochmal eine schöne Botschaft für heute Abend. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank an die Heinrich-Böll-Stiftung für die schöne Kooperation. Ihnen noch alles Gute. Dankeschön. Danke für ihn. Danke.